ein Vogelcatcher. Bei der Science können wir doch noch bestimmt irgendwas oder so. Wir können auch eine Stonewall machen. Wir haben doch Stein dabei, gell? Wir haben Stein. Super. Dann machen wir jetzt eine Stonewall. Klack. 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 Was können wir hier jetzt basteln? Ein Crockpot kommt. Na, den machen wir sofort. Na, ist ja mal mega bombastisch geil. Wir können Crockpot basteln. Yeah, bitches. Einen Crockpot. Auch Kochtopf genannt. Ja, ho, super geil. So, dann essen wir mal ganz kurz was. Dann holen wir uns mal kurz ein bisschen Fleisch. Denn mit dem Kochtopf, können wir uns nämlich Fleischbällchen machen aus Firma Fleisch. Und die geben viel dazu. Da bekommst du Menge Leben wieder. Und so bei Crockpot. Wir haben ja auch noch 7 unsere Healing-Salve, wo wir uns Steine gegen den Kopf klatschen können. Ich glaube, die erste Folge wird sowas heißen wie Stein vor den Kopf oder so. Und die zweite Folge heißt dann Schinken. Und die dritte Folge... Keine Ahnung, wir werden mal gleich sehen, wie die dritte Folge heißt. So. Gucken wir doch bei den Häschen. Häschen, 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 Häschen. So. Flupp. Weißt du übrigens, was Angsthase auf Englisch heißt? Afraid Rabbit? Nein, Scared Cat. Echt jetzt? Die Engländer haben es halt nicht im Kopf, ey, ohne Scheiß. Die Angsthase, Scary Cat. Ja, Scared Cat. Was? User joined your channel. Akros, die haben Akros, die haben Akros. Das ist fast, das ist ein LoL-Spieler, der gerade sein zweites LoL-Game verloren hat. Akros! Akro Klaus und Körper Günther. Wer kennt sie nicht? Eine Gesichtskund. Gesichts. Günther, Körper Klaus und Akro Hans. So, jetzt haben wir es alle. Ey, hab ich denn das Gefühl, dass mich irgendwie so ein Vieh verfolgt, So, haben wir viermal mitgenommen. Und dann hauen wir jetzt einfach mal 4 Hasen in den Cockpot rein. Klack. Ah, geht gar nicht, okay. Muss das bei dem machen, den machen, den machen, den machen, den machen. Und dann klack, 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 klack. Und kochen. Vogel nehmen wir mit. So. Wer ist denn eigentlich gerade gejoint hier? Der Lukas. Guten Tag, Lukas. Guten Tag. Den Vogel kochen wir noch. Dann kochen wir noch den Hasen. Und da haben wir dann einen... Warte, gleich kann ich vorlesen. Es ist ein Meatballs. Wer hätte es gedacht? Hey, ich hätte es nicht gedacht. Bälle aus Fleisch heißt Meatballs. Welche entstehen? Doch. Was da entstehen? Oh, das ist ja eklig. Ich muss das im Let's Play verraten. So, mal gucken, was wir bei der Zeugdaktivitätsrunde... Yay, ich bin in deine Pille. Wird morgen aber heute Abend eigentlich noch ein Clan-Krieg-Stream kommen. Die Frage ist natürlich, wann ist denn unser Clan-Krieg? Wenn der Clan-Krieg nämlich heute Nacht so bis 0 Uhr oder sag mal bis 1 Uhr ist, dann würde ich ihn streamen, vielleicht sogar noch bis 2 Uhr. Und dann würde ich gucken, ob ich eventuell bis dahin noch meine, noch 10 Juwelen zusammen bekomme, damit wir auch noch unser 2 Stunden Kasernenboost dazu bekommen. Ansonsten, ich könnte sogar noch einen Grogpot machen, ich bin so abesam einfach nur. Ansonsten, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Du könntest mir echt sagen, wann wir könnten Stonewall bauen. Zweimal wollte ich eigentlich mal machen. Das war echt die Intuition hinter meinen den Steinen, die ich gebastelt habe. Ich kann das auch nicht. Das ist doof, ich kann das nicht reparieren. Das heißt, hier müssen wir wieder reparieren mit richtigem Zeug dann. Dann haben wir hier jetzt unseren Steinwall, so einen Holzwall. Und dann würde ich jetzt anfangen, ganz außenrum einen Steinwall zu bauen. Ja, ich kann es ja gegönnt. Flo hat sich noch keine Kalister gegönnt, nee.
Lass mir aber können. Ich hoffe, ich gewinne jetzt irgendwann mal ein Spiel, ey. Sonst wird's ja echt, sonst welche Mäten werde das Spiel deinstallieren. Lukas? Ja. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und mal versuchen, unten in den Streaming-Raum rein zu joinen? Und mir dann sagen, ob es funktioniert hat? Warum soll es nicht funktionieren? Weil der eigentlich passwortgeschützt ist. Und das, komischerweise kriegt das einer hin, der die Rechte nicht haben sollte dazu. Ich würde mal gerne gucken, ob das bei dir funktioniert. Welchen? Der Raum, Anni Quatsch, der Aufnahmenraum. Versucht da mal rein zu joinen. Channel Passwort eingeben, Aufnahmen, kein unbefugtes Eintreten. Alles klar, super, okay. Dann vergiss es. Dann habe ich es jetzt hinbekommen. Juhu, ich bin deutlich unfähig. Erst gleich, ja, beginnen sie circa 20 Minuten, glaube ich. Oh, Steve, dann würde ich sagen, ich stream dir dann heute Abend, wenn ich wiederkomme, so gegen 23.30 Uhr. Und machen vielleicht noch zwei Stunden Kasernenboost dazu. Müssen wir mal gucken, ob ich gleich aufnehme oder nicht. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Jetzt sind wir erstmal noch bei Don't Starve. Und wir versuchen, Don't zu starven. Wenn du verstehst, was ich meine. So, machen wir uns hier noch schnell ein bisschen Essen. Dann können wir uns immer noch keine Scroll machen, das ist ziemlich doof eigentlich. Ich würde mich gern durch die Nacht pofen, geht aber nicht. Hier haben wir noch eine Fake Kasso, Exime. I'm just... Okay, hier haben wir noch den Top Hat mit dem und zwei Hasen und was brauchen wir dann noch? Warte mal. Es wäre natürlich klasse, wenn wir hier die Maschine bauen könnten, ne? Die können wir bauen. Vier Hasen, ein Hut und vier Holzbretter. Das sind 12 Holz, die haben wir easy. Dann mache ich mir die gleich mal. Moment, wir haben hier 12 Holz. Moment, klack. Dann machen wir uns mal vier Holzbretter. Was Neues können wir nicht machen, okay. Jetzt brauchen wir noch vier Hasen. Und den Hut, der nur der Hut tut, Knut. So, und den setze ich mir wieder auf. Oh. Warum haben wir denn die nicht mehr auf? Sind die schon kaputt? Die sind schon kaputt. Nein! Na gut, dass wir uns das nochmal gemacht haben. Dann werfe ich mal ganz kurz ein bisschen Kohle in das Feuer. Machen wir Wasser bei die Fische, an den Butter bei die Fische ist das ja. Boah, Alter, guck mal, hast du gesehen, wie die Meatbolzen gerade aufgefrischt haben? Junge, Junge. Okay, ich freue mich dann schon drauf. Na, das ist super. So. Sieht man eigentlich, wenn ich meinen Twitch öffne, oder ist das müsste in der Aufnahme ja eigentlich nicht zu sehen sein? Außer, dass mein Mauszeiger sich bewegt. Wenn man es sehen sollte, dann sagt mir das mal, weil das müsste ich dann mal gucken, wie ich das anders mache. Vielleicht, dass ich dann Twitch über Handy laufen lasse beim nächsten Mal oder so, wenn ich das nochmal mache. Weil dann könnte man solche aktiven Twitch-Runden ja immer mal machen. So, und jetzt los, go. Schnell vier Hasen holen, am besten ein bisschen mehr als vier. Weil wir brauchen ja noch was zu essen. Klack, ein Hase haben wir schon mal. Life in the Frozen Wasted. Das könnte ich nicht mehr übersetzen. Mit meinen beschränkten Englischkenntnissen. So. Ey, das ist ja geil. Dann nenne ich die dritte Folge Zaubertisch. Weil wir haben jetzt die Zaubermaschine zusammenbekommen. Die habe ich ja in meinem anderen Spiel, wo ich gerade Tag 50 bin, da habe ich die mit Tag 45 oder so gebaut. Wenn wir die natürlich schon viel früher zusammenbekommen, wäre das so ein little bit episch. A little bit episch. Bei dem Biser mit dem roten Arsch ist noch ein Hase, da komme ich aber nicht ran gerade. Na gut, wie haben wir denn? Wir haben 5 Hasen. Wir haben aber noch genug Fleisch, um über den Winter zu kommen. Von daher macht das jetzt keinen Problem, wenn wir da 4 verschwenden.
Da ist noch ein Fünfter. Super geil. Sechster. Super geil. Ach, den kann ich gar nicht aufsammeln, gell? Dann machen wir das Designsmaschine und dann hebe ich den auf. Ist es geil. Wir können jetzt echt die Magiemaschine machen. Und dann können wir anfangen, dunkle Magie zu üben. Kriege ich die noch hierher irgendwie? Nicht so wirklich, ne? Wo hau ich das denn hin? Eine Maschine für dunkle Magie könnten wir doch sicher hier irgendwo hinstellen. Braucht die so viel Platz, Alter? Ja. Alter, wie viel Platz braucht die bitte? Ich will dann nur ein bisschen Hokuspokus machen, da brauche ich doch keinen. Stell ich die halt hier her. Da, hier. Hier hoch. Ist mir jetzt auch egal. Und jetzt können wir zum Beispiel auch aus Seelen. An die, mit den Seelen konnte man glaube ich vorher schon arbeiten. Jetzt können wir zum Beispiel hier auch Shadow Manipulator und Meat in Fickney und so einen Spaß machen. Panflöten. Gerade ficken gesagt. Natürlich, nur für dich. Juhu! Wir können uns ein Dark Sword. Lol, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Ein Bad Bad. All the science is so draining. Ist das? Ein Belt of Hunger. Hey, die kenne ich alle gar nicht. Die gibt's bei Road of Giants gar nicht. Rise of Giants meine ich. Ein Nightmare Amulet. Ein Feuerstab können wir. Lol, den kann ich sogar machen. Wir haben den roten Kristall. Wir haben einen Speer, der noch 100% hat. Und dann brauchen wir nur 8 dunkle Blumen. Wo ich 8 böse Blumen herkriege, weiß ich auch schon. Das ist ja geil. Das ist ja really awesome. Ich würde am liebsten jetzt schon losrennen, aber ich glaube, wir kriegen jetzt keine 8 Blumen zusammen, eine kleine 8 dunklen. Ich kann zwar probieren, schon mal die ersten paar zusammen zu bekommen, aber ich glaube, es ist ein weniger, dass wir da was zusammenkriegen jetzt. Bevor es dunkel wird und wir sterben eines grauenvollen Todes oder so einen Spaß. Grauenvolle Tode sind ja meistens ein bisschen scheiße. Hat so ein bisschen was Endgültiges. Da haben wir schon die erste, Evil Flower. Gleichzeitig pick ich mal normale Flower, sonst kriegt man ja gleich einen Gehirnkollaps. Gehirn. Mein Gehirn arbeitet nicht mehr so ganz. Hat noch nie. Das liegt aber nicht am Let's Play. Liegt an dir, Frank. Bist einfach dumm. Mensch, stemmt ab, du bist dumm. Merkt ihr das? Jetzt wisst ihr auch, warum er auf Bronze auf Bronze bald abtroppen wird. Er ist einfach sowas von aggressiv immer. Es geht auch immer. Das ist eine normale Flower. Es geht auch immer im Spiel so. Die Leute das joinen, sagen Hallo. Und das erste, was er raushält, du bist einfach dumm. Das erste, was er raushält, du bist einfach dumm. Pind dich damit ab. Hi, Prefer Mid und ADC. Du bist einfach dumm. Da könnte ich mir aber allerdings anderen Tür vorstellen, wenn du das dann sagst. Was? Hältst du mich für so aggressiv? Was? Wie Titte? Damn! Damn, girl! Oh, yeah! So, wir haben eindeutig nicht genug Blumen gefunden. Und einen kleinen Schaden, aber darum ging's ja gar nicht. Ja, mein klar. Penis ist ab. Schön. Ich hab 52 AP mit Trash, das ist echt viel. Das ist gar nichts. Wenn du mit Trash am Ende des Spiels so 40 Minuten oder so, bist du locker bei 100 AP. Ja, du, eine. Ich bin bei 300. Was? Und dann bei 300. Du bist bei 300, hä? So, müssen wir ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Ich hab jetzt einfach mal... Das Geile ist... Was ist das denn? Das Geile ist einfach, wie ich jetzt den gesamten Wald angefackelt habe, nur damit ich nicht erfriere. Na gut. So ein kleines Feuer, warum nicht? Fackeln wir den gesamten Wald ab dafür. So,
Jetzt sollte man eigentlich nicht erfrieren in der Zeit bis zum Feuer. Okay. Flup, flup. Flup, flup. Super. Die Fackel lass ich mal ausbrennen kurz. Wir haben jetzt gefunden 2 Dark Pentels. Das ist schlecht eigentlich. Wir brauchen nämlich noch 6. Sieht man die auf der Karte eventuell? Das wäre geil. Nein, man sieht keine Dark Pentels auf der Karte. Oh, das Leben ist so schwer. Das Leben kann so einfach sein, du musst einfach dich einreihen in die Community der LOL-Spieler. Nebenbei bemerkt, ich bin auch ein sehr, sehr schlechter Dichter. Sänger und alles andere. Oh, GG. Ich habe ein Spiel gewonnen. Na gut, Jungs. Dann würde ich erstmal sagen, das war's für jetzt. Ich habe mir noch ein bisschen was vor. Und wir sehen uns dann Montag wieder. Und da können wir auch mal gucken, ob wir da eine richtig große Twitch-Runde. Ah, Twitch! Ob wir da eine richtig große Twitch-Runde zusammenkriegen, müssen wir mal schauen. Je nachdem. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios.